als Handwerksmeisterbetrieb für Maschinenbau, Baumaschinenmechanik und Elektrotechnik. Ihr professioneller Partner für Handwerk, Hersteller, Industrie und Kommunen. Montagen und Inbetriebnahmen, Instandhaltung und Services, Sachkundigen und Sachverständigenprüfungen, Maschinenvermietungen und Verkauf. Optimale Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen ist unsere Leidenschaft. ehm-mechanik.de. Der SVH Schalchen bedankt sich beim Opel Autohof Schalchen-Vöcklabruck unter der Geschäftsleitung von Andrea Linzer-Winzer für die jahrzehntelange Unterstützung, im Besonderen im Nachwuchsbereich. Jetzt Unternehmervorteil von bis zu 9.000 Euro sichern. opel-autohof.at. Die Zukunft gehört allen. Wirtschaft, Sport, Kultur, Politik und Gesellschaft aus Ihrer Region in Donau-Hausruck. Zuerst lesen wir dies. www.regional-magazin.at. Unser junges Unternehmen beruht auf einer langen Tradition, in der wir uns mit großer Leidenschaft dem Werkstoff Aluminium verschrieben haben. Dieses einzigartige Miteinander von Jung und Alt, von Neuem und Bewährtem, das ist das Besondere an Hammerer Aluminium Industries. Für mich persönlich ist es ein großes Glück, mit meinem Team diese dynamische Entwicklung für unsere Kunden voranzutreiben. Mit einem Engagement, von dem Sie mehr erwarten können. In der Hai Arena Schalchen kommt es am 29. September 2018 in Runde 7 der Landesliga West zu einem Innviertler Derby der Ungeschlagenen. Denn sowohl die Heimelf der SVH Schalchen als auch die Gäste der SK Weizenauer Scherding kennen in dieser Saison das Gefühl einer Niederlage noch nicht. Beide Teams haben jeweils 3 Dreier und 3 X am Konto stehen. Ja, und sogar die Tordifferenz ist ein Nullsummenspiel. Beide gehen mit einem Plus von 3 Treffern in dieses Match. Trotz fast makelloser Bilanz liegt man aber nur auf den Rängen 5 und 6. Allerdings nur ein Pünktchen hinter den nach 6 Runden führenden Monsern. Stimmt nicht ganz, denn schon am Vorabend hat Braunau in Altheim mit 3:1 gewonnen und damit den Platz an der Sonne mit 3 Zielern Vorsprung auf die beiden Derby-Gegner eingenommen. Was wieder einmal beweist, es gibt kaum eine weitere Liga, in der es so extrem zugeht. Die Hai Arena ist mit etwas über 400 Besuchern, darunter sehr vielen SKS-Fans, sehr gut gefüllt. Und die Gästeanhänger haben schon nach genau 100 Sekunden Grund zum Jubeln. Die Heimabwehr gedanklich, anscheinend noch in der Kabine. Diesen Umstand nutzt Grubeck mit seinem Pass auf den links daherbrausenden Florian Spitzer. Der vom SV Wallern wieder zum SKS zurückgekehrte Innviertler trifft das Spielgerät zwar nicht schulbuchmäßig, aber für die frühe Gästeführung reicht's. Zweite Minute, der SK Weizenauer Scherding beginnt das Match gegen den SVH Schalchen praktisch mit einem 1:0 Vorsprung. Die Heimelf antwortet in der 10. Minute mit diesem Angriff. Der Schuss von Kirchtag nicht schlecht, aber doch um einen knappen Meter zu hoch angetragen. Eine Minute später ein Freistoß für die Elf von Trainer Hofbeutner. Die Distanz zum Haikasten sicher über 40 Meter. Also keine Gefahr für die Pessentainer Jungs. Denkste, denn der Hammer von Dominik Bauer landet genau im Kreuzeck des Aframovic-Gefährts. Aus 40 Metern darfst eigentlich als Goalie kein Tor erhalten. Aber zur Ehrenrettung des Keepers muss man schon erwähnen, dass dem die Nachmittagssonne genau ins Gesicht strahlt. Den Scherdingern ist dies alles egal. Sie führen in Schalchen in der Hai Arena gegen den SVS nach nur 11 Minuten mit 2:0. Für Aufregung sorgen nach gut einer Viertelstunde 2 Dinge. Erstens hat Scherding die nächste Top-Chance, aber jetzt
reagiert SVS-Einser Aframovic ganz stark. Ja, und danach heult im direkt an die Heiarena angrenzenden Feuerwehrhaus die Sirene. Aber sicher nicht deshalb, weil es vor dem Heimkasten andauernd lichterloh brennt, sondern die Schalkener Floriani-Jünger tatsächlich dringend gebraucht werden. Nach dieser kurzen Spielunterbrechung dann Aufregung auf Seiten der Heimelf. Sie reklamieren nach dieser Attacke von SKS-Schlussmann Michel an Notch 11 Meter. Schiri Bachmeier ist da allerdings anderer Meinung und deutet nicht auf den Punkt. Aber auch ohne einen möglichen Elfmeter kommen die Highboys zu ihrem Anschlusstreffer. Und es ist eine super Aktion, die das 1:2 bringt. Tragalina mit dem weiten Pass auf die rechte Seite sprintet danach Richtung Gästeheiligtum und kommt dort tatsächlich wieder an die Kugel. Was er mit der dann macht, das ist echte Klasse. 27. Minute, der Traumtreffer von Dragos Alin Tragalina sorgt dafür, dass der SV Schalchen wieder zurück ist in diesem Innviertler Landesliga West Derby gegen Scherding. Die Pesenteiner Elf macht sich an diesem Tag aber mit vielen Eigenfehlern selbst das Leben schwer und hat 5 Minuten vor dem Gang in die Kabinen Glück, dass Vitale einen solchen nicht zur 3:1-Führung der Gäste nutzt. Und auch nach dem daraus folgenden Corner ist schon wieder Feuer am Dach der Heimelf. Der SV Schalchen übersteht diese Aktion, aber dann doch schadlos. Und so liegt man nach den ersten 45 Minuten nur mit 1:2 gegen den SK Weizenauer Scherding zurück. Als Handwerksmeisterbetrieb für Maschinenbau, Baumaschinenmechanik und Elektrotechnik. Ihr professioneller Partner für Handwerk, Hersteller, Industrie und Kommunen. Montagen und Inbetriebnahmen, Instandhaltung und Services, Sachkundigen und Sachverständigenprüfungen, Maschinenvermietungen und Verkauf. Optimale Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen ist unsere Leidenschaft. ehm-mechanik.de. Der SVH Schalchen bedankt sich beim Opel Autohof Schalchen-Vöcklabruck unter der Geschäftsleitung von Andrea Linzer-Winzer für die jahrzehntelange Unterstützung, im Besonderen im Nachwuchsbereich. Jetzt Unternehmervorteil von bis zu 9.000 Euro sichern. opel-autohof.at. Die Zukunft gehört allen. Wirtschaft, Sport, Kultur, Politik und Gesellschaft aus Ihrer Region in Donau-Hausruck. Zuerst lesen wir dies. www.regional-magazin.at. Unser junges Unternehmen beruht auf einer langen Tradition, in der wir uns mit großer Leidenschaft dem Werkstoff Aluminium verschrieben haben. Dieses einzigartige Miteinander von Jung und Alt, von Neuem und Bewährtem, das ist das Besondere an Hammerer Aluminium Industries. Für mich persönlich ist es ein großes Glück, mit meinem Team diese dynamische Entwicklung für unsere Kunden voranzutreiben. Mit einem Engagement, von dem Sie mehr erwarten können. Hälfte 2 beginnt mit einem kleinen Aufreger. In der 53. Minute gibt es einen Luftkampf zwischen Schalchen Simon und Scherdings Angreifer Roman Seder zu sehen. Für einen Elferpfiff aber wohl doch um einiges zu wenig. Was auch die Reaktionen der beiden fairen Sportler nach dieser Rempleraktion bestätigt. Zwischen der 55. und der 56. Minute eine Cornerserie der Hofpointner Elf. Der letzte der 3 Eckbälle dann von der linken Seite. Grubeck schlägt das Leder vor dem Heimkasten. Dort geht's zum x-ten Mal so richtig rund. Und am Ende ist die Kugel im Aframovic-Kasten. Als Torschütze lässt sich Timo Rumanseder feiern. 56. Minute, der SVH Schalchen nach wie vor 1, der SK Weizenauer Scherding jetzt 3.
Welch rabenschwarzen Tag die Besentheiner Elf an diesem Derbytag erwischt, zeigen die beiden letzten Szenen in diesem Landesliga-Westspiel. In der 68. Minute ist SKS Rumanseder um gefüllte 5 km/h zu schnell für die Heimabwehr. Er versiebt aber die Möglichkeit zum vorentscheidenden 4:1. Und 6 Minuten vor dem Ende profitiert Teller beinahe von einem weiteren Schnitzer der Heimabwehr. Dieses Mal verhindert Schalkens Goalie Aframovic den 4. Gästetreffer. Aframovic in diesem Derby jedenfalls nicht unterbeschäftigt. Sein Vis-à-vis Andreas Michel dagegen holt sich in den zweiten 45 Minuten wohl einen Sonnenbrand, denn trotz des sehr tief stehenden Himmelkörpers gibt es keinen einzigen Versuch der Heimelf, dies auszunutzen. Sprich, die Highboys schießen in Hälfte 2 kein einziges Mal auf das Gästeheiligtum. Und so steht's am Ende rot auf der Anzeigentafel. Der SV Heischalchen verliert gegen den SK Weizenauer Scherding mit 1:3 und kennt nach 7 Landesliga-Westrunden jetzt auch das Gefühl einer Niederlage. Der SVS belegt aber weiterhin Rang 6 in der Tabelle, jetzt allerdings mit 4 Punkten Rückstand auf den neuen Leader Andorf. Die Gäste dagegen bleiben weiter ungeschlagen und sind mit Platz 3 mittendrin im Kampf um mehr, oder? Zu dem Zeitpunkt der Meisterschaft reden wir eigentlich über eine Tabelle überhaupt nicht. Es ist für uns super, dass wir ungeschlagen sind. Wir sind vorne dabei. Ich habe keine Ahnung, wie wer andere gespielt hat. Ist zu dem Zeitpunkt also wirklich nicht interessant. Aber eines zeichnet sich auf jeden Fall schon wieder ab. Die Landesliga West, spannend wie in der letzten Saison. Ja, ist doch super, oder? Ja, ich finde es perfekt so. Jeder Gegner ist stark. Also es ist wirklich, ich habe letzte Woche in Forchdorf die letzte sind. Die haben richtig gut gespielt. Also man muss jede Woche Vollgas geben, sonst wird es schwierig. Ja, ich meine, man muss jetzt die Kirchen im Dorf lassen, ich habe das immer gesagt. Also wir sind auch nicht mit der Prämisse in die Meisterschaft gegangen, dass wir Meister werden, sondern dass wir im gesicherten Mittelfeld uns aufhalten. Wir sind super in die Meisterschaft gestartet. Ich kann auch heute der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es war jetzt einfach nicht unser Tag. Ich glaube, wir haben es in die Scherdinger einfach zu leicht gemacht, das Tore schießen. Haben selber ein bisschen zu wenig nach vorne einfach auch zusammengebracht. Es war nicht unser bester Tag und von dem her haben wir auch nicht unverdient verloren, leider.